Hallöchen, ich habe euch versprochen, ich nehme euch mit, was ich meinen drei neuen Kundinnen zuschicke als Dankeschön. Ich habe nicht viel, aber es kommt von Herzen. Fange ich mit der ersten an. Ich muss mal gucken. Ja, erste. Im Umschlag sind schon ein Katalog, zwei Kataloge drin und auch eine vielen Dankkarte auf alle Fälle rein, was ich von Herzen schreibe. Dann kriegt sie von mir, weil sie noch, wenn sie noch nicht kennt, ein Sendzirkel von mir geschenkt dazu. Und dann habe ich überlegt, ich nehme fünf Duftproben noch rein. Das ist Hibiscus Pineapple, Kiwi Fruit habe ich und Picard, Paprika, Vanilla, Spice Cake, wo es im Herbst, Winter noch gibt und Cherry Berry Teals habe ich noch. Das kommt in den großen Umschlag rein. Dann kommen wir zum zweiten. Ich denke, das sind zwei, die kennen schon Senti und die waren früher bei jemand anders. Ich denke mal, die haben noch einen Katalog. Da aber ich gebe ihnen trotzdem einen mit. Der kommt auf alle Fälle. Dann macht mir die Maus. Bin ich am Überlegen, was ich da reinmache. Ist ein bisschen schwer, was sie mir geschrieben hat, was sie nicht mag. Und daher kommt auch erstmal eine schöne Karte nochmal als Dankeschön rein. Und ich habe überlegt, die kennt ja auch schon Senti und ich nehme einfach was aus Herbst-Winter schon. Ich weiß ja da ein bisschen, was kommen könnte. Und da habe ich jetzt Just For You und guck mal, Christmas Cottage rausgesucht, die zwei kriegt sie mit rein und dann mache ich einfach mal einfach so und dann kommt noch einer rein, den wird sie jetzt nämlich noch Eis Citrus rein. Das ist Nummer 2 und dann gibt es noch mal die Nummer 3. Kommt auch noch mal ein Katalog von mir. So, und auch wieder eine liebevolle Karte rein. Alles handgeschrieben, nicht aus dem Internet gezogen. Und bei der bin ich unschlüssig, was. Die habe ich nämlich nicht gefragt, was sie mag. Dann nehmen wir einfach den. Dann nehme ich einfach Crazy Cottage. Oder nee, ich hab dann besseren. Ha! Cozy Cardigan. Cozy. Ja, ist ja. Cozy Cardigan nehme ich rein. Mein absoluter Favorit, Blackberry Whispering. Und. Paul in the Car. Berghack. Einfach. Okay. Ich habe hier meine alten Desktop. Ob der wiederkommt oder nicht. Weiß ich nicht. Ach, den könnte auch noch mal. Muss aber sie auch noch einen bekommen. Dann nehmen wir. Das ist doch schwer bei dir. Nehmen wir den. Den werde ich aber nicht verraten. Und die werde ich jetzt fertig machen und dann abschicken. Also, ich würde sagen, ich werde jetzt zur Post gehen. Bis dann. Manometer, muss ich euch was sagen. Einen Tag später, ich war heute erst bei der Post. Ich habe es gestern wirklich nicht geschafft. Mutter wollte es eigentlich hinschaffen. Heute ist Dienstag. Also werden sie Mittwoch oder Donnerstag bei den Mädels ankommen. Und
freue mich schon, wenn die Sachen bei denen ankommen. Es ist so aufregend, was die dazu sagen, ob die irgendwie sich freuen, die Sachen auszupacken. Da freue ich mich schon auf die Reaktion, muss ich sagen. Und einer von denen hat ja auch schon einen Shopping-Link bei mir jetzt, von den dreien. Auch da freue ich mich und glaub, ich muss das ihr noch sagen. Das muss ich ihr wirklich sagen. Das habe ich, glaube ich, vergessen. Ja, sie hat ja Möglichkeit, ab 295 € zwei Halbpreisartikel zu bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihr das erzählt habe. Das muss ich ihr noch erzählen. Da muss ich ihr gleich noch eine Sprachnachricht schicken, sonst vergesse ich das wieder. Ja, und dann, was gibt es noch? Ja, und jetzt bin ich schon am Überlegen, wenn sie ihren Shopping-Link auslöst. Sie hat ja 90 Tage Zeit. Ich muss mir keinen Stress machen, aber man weiß ja nie, wie schnell das so geht. Und da möchte ich ihr dann als Dankeschön noch was Kleines zuschicken lassen. Da bin ich am Überlegen, was ich machen könnte. Da bin ich gerade so, habe ich schon eine kleine Idee, es soll nur was Kleines sein, eine kleine Aufmerksamkeit sein. Und ja, mal schauen, was mir dann einfällt. Ich habe schon so drei, vier Ideen, was ich machen könnte, aber noch nicht den Kick, wo ich sagen würde, wenn sich den auflöst und sich schöne Sachen ausgesucht hat, so eine kleine Überraschung noch zuzuschicken. Dass ich ihr etwas zuschicken würde, hört sie ja jetzt, aber ich wüsste nicht was. Da muss ich nochmal in die Tiefe gehen, was ich mache. Und wenn du jetzt auch Lust hast, einen Shopping-Link zu haben oder einen Party-Link bei mir, kannst du dich ruhig bei mir melden. Ich helfe dir da gerne, erkläre dir das in Ruhe. Das mache ich. Das mache ich und die drei Neukundinnen freuen sich bestimmt über ihr Paketchen. Süß irgendein. Paketchen ist es nicht, ist ein Briefumschlag zusammen mit schönen Sachen drin. Aber da bin ich gespannt auf die Mädels, was die sagen. Und ich hoffe, dass die Pakete jetzt schon angekommen sind. Die ersten zwei zumindest, die habe ich schon gesehen. Die sind, glaube ich, in den Versand gegangen heute. Und ja, da freue ich mich echt drauf. Ist gerade so eine aufregende Zeit bei mir, merke ich so. Aber wir machen jetzt mal Schluss hier. Ist ja auch noch mal was machen. Kann ja nicht alles mit der Kamera labern, aber es macht auch Spaß mit euch zu labern, auch wenn ich euch nicht sehe. Aber das Feedback ist immer so schön und ja, ich lasse mal was einfallen für die Mädels. Das werde ich. Die wollen schon noch wegen Link bei mir mal in den auflösen, da werde ich mir noch Kleinigkeiten überraschen. Ideen muss man aufschreiben. Ich habe schon ein zweites Notizbuch. Habe ich das euch erzählt? Ich habe inzwischen ein zweites Notizbuch. Fragt ihr, was ist ein zweites Notizbuch? Da kommt der Postmann. Der wird jetzt zur Postfiliale gehen, wo ich war. Und holt mein Paket, meine Sachen ab und nimmt sie mit. Ich habe ein zweites Notizbuch mit meinem Team, aus dem Team einem. Wir tauschen uns so geil aus gerade. Und da kommt eine Idee. Schreibe ich ihr so. Und sie antwortet mal drauf, ist geil, eine schöne Idee. Und dann vergesse ich es mir aber aufzuschreiben. Dann gucke ich immer unseren Chatverlauf. Da ist die Idee. Da habe ich ihr gestern schon geschrieben. Du bist schon mein zweites Notizbuch, was wir uns austauschen. Privat kann ich ihr. Brauche ich jetzt nicht, doch mal abzuschreiben. Also das ist mein zweites Notizbuch und meine die einem von den mehreren, wo wirklich ein geiler Austausch ist gerade und wir lachen über jeden Pups manchmal. Aber wir haben auch ein paar geile Ideen drauf gehabt. Duftrichtung haben wir jetzt gehabt schon. Was hatten wir noch? Ja, wo ich das Video dann Sendzirkel gemacht habe mit ihr. Das Thema drüber gequatscht habe, da hatten wir auch die geilsten Ideen. Was war noch? Wir hatten so geile Ideen. Die muss ich alle mal durchgucken. Also, ich mache jetzt Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Video und ich werde jetzt noch Rhythmus mixen. Heute ist wieder Mixtag bei mir und wir sehen uns dann. Eure Josi. Ciao!